Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um die Hauptursachen für Diabetes. Ja, Diabetes ist eine der großen, großen Volkskrankheiten, unter der unsere Gesellschaft in dieser Zeit leidet. Es gibt immer mehr Fälle von Diabetes, besonders in den industriellen Staaten sieht man es immer mehr. Und da liegt der Verdacht natürlich nahe, dass die Ursachen für Diabetes irgendwie auch im Lebensstil dieser industriellen Staaten oder der Menschen dort liegen können. Wir werden das gleich noch hören. Grundsätzlich kurz die Klärung, um was geht es jetzt, welche Form von Diabetes? Ihr wisst, es gibt vor allen Dingen zwei Formen von Diabetes. Es gibt den Typ 1 Diabetes und den Typ 2 Diabetes. Wir sprechen heute über Typ 2. Der Unterschied, Typ 1 ist der, wo die Bauchspeicheldrüse einfach kein Insulin mehr herstellt. Und da muss man Insulin geben, das ist dann die Insulinpflicht. Und Typ 2 ist die Variante, wo die Körperzellen das Insulin nicht annehmen. Das heißt, es wird noch genug hergestellt, aber die Körperzellen nehmen es einfach nicht mehr auf. Und um diese Variante geht es. Bei Typ 2 Diabetes weiß man, das ist in der Regel ein sogenannter erworbener Diabetes. Das heißt, der war nicht von Anfang an angeboren, sondern der hat sich erst im Laufe der Lebensjahre entwickelt. Manchmal früher, manchmal später. Erschreckenderweise gibt es immer mehr Kinder, die schon unter 10 Jahren an Diabetes leiden. Da ist allerdings die USA der Vorreiter. Da ist es eine riesen Welle an Diabetes, die da auf die Menschen zurollt. Und aber es kommt auch zu uns nach Deutschland und in die anderen europäischen Staaten. Also da sind wir einfach gefragt zu überdenken, wo kommt das eigentlich her und was können wir da tun. Grundsätzlich heißt es bei Diabetes Typ 2 nicht, dass man adipös sein muss, dass man dick sein muss. Das ist natürlich eine der begünstigenden Faktoren, wenn Übergewicht da ist, dass der ganze Metabolismus einfach nicht mehr richtig funktioniert. Übergewicht kann aber eben auch kommen durch die Diabetes. Das heißt, man kann es durchaus schlank entwickeln und dann übergewichtig werden, weil der Zucker einfach dann irgendwann zu Fett umgewandelt wird und nicht mehr in den Zellen verbrannt wird. Diabetes-Symptome. Wenn man den Verdacht hat, man könnte Diabetes haben. Einer der Hinweise, dass man Diabetes haben könnte, ist, dass man nach dem Essen unglaublich müde wird. Und zusätzlich auch so eine chronische Müdigkeit über den ganzen Tag hinweg hat. Und zwar nicht nur geistig, sondern gegebenenfalls auch muskulär. Also einfach so insgesamt funktioniert der Körper nicht mehr so fit und frisch, wie er soll. Das ist eine Möglichkeit, das liegt dann am Zuckermangel innerhalb der Zelle. Das zweite, was sein kann, ist, dass man einen großen Durst hat, weil der Körper versucht irgendwie das Blut wieder in Ordnung zu bringen, denn in dem Blut befindet sich zu viel Zucker, weil es ja nicht in die Zelle reinkommt, weil ja die Insulinrezeptoren resistent sind. Und das andere, was sein kann, ist dadurch ein unglaublicher Hunger auf Zucker. Denn die Zellen, die ja den Zucker, die Glucose nicht bekommen, weil die Rezeptoren für die Zellen nicht richtig arbeiten, da kommt der Zucker nicht in die Zelle rein und aus dem Grund entsteht dort immer noch das Kommando ans Gehirn. Gehirn, ich brauche Glucose. Das Gehirn gibt dann das Kommando weiter ans Appetitzentrum und sagt, Leute, esst Zucker. Und ihr esst dann zuckerige Sachen und das Ganze wird einfach nur noch schlimmer. Das Blut wird immer süßer, das wird einfach nicht in die Zellen transportiert, das ist der Zucker. Und am Ende kommt ihr dann in diese Problembereiche rein. Das kann dann dieses hyperglykämische Koma werden, dass ihr einfach in so eine Art Delirium und Koma fallt. Das ist natürlich dann höchste Eisenbahn, dass da was passiert. Ja, was versucht man dort zu machen? Also die gängige Art, wie die Schulmedizin damit umgeht, ist zum Ersten, dass man bestimmte Stoffe gibt, wie zum Beispiel Metformin, die irgendwie versuchen, die Insulinresistenzen an den Zellen irgendwie zu umgehen, zu verhindern, zu verbessern. Da ist man halt ein Leben lang abhängig davon, dass man das nimmt. Und die zweite Variante ist, dass man sagt, okay, das Insulin, das der Körper bekommt, reicht nicht mehr. Die Bauchspeicheldrüse erschöpft sich immer mehr. Wir müssen mehr Insulin geben. Das heißt, dann wird der Typ 2 Diabetiker plötzlich auch noch insulinpflichtig und wandert so in diese Typ 1 Diabetes zusätzlich rein. Das ist natürlich eine Katastrophe. Gut, was sind die wirklichen Ursachen? Das ist ja nur eine Symptombehandlung. Was sind die wirklichen Ursachen? Und ihr werdet überrascht sein, alle von euch, die Diabetes bereits schon kennen und die dort schon ein bisschen was gehört haben, ihr werdet überrascht sein. Die gängige Meinung, dass Diabetes entsteht, oder die gängige Meinung über die Ursache von Diabetes ist, dass wir zu viel Zucker essen.
dass dieses zu viel an Zucker dazu führt, dass die Rezeptoren, die wir an den Zellen haben, diese vielen Insulinrezeptoren, dass die übersättigt werden und sich deswegen zurückziehen und quasi beleidigt sind und nicht mehr rauskommen, weil ja zu viel Zucker da ist. Das ist die gängige Meinung. Das ist wahrscheinlich auch nicht völlig falsch, aber es ist auch nicht die richtige Wahrheit oder die ganze Wahrheit. Was wir festgestellt haben, was ein herausragender Arzt auch festgestellt hat und propagiert, in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Instituten und Forschungen, ist Dr. Neil Barnard, ein amerikanischer Arzt. Der hat eine völlig andere Denkweise entdeckt oder entwickelt, warum Diabetes eigentlich entsteht. Und das Spannende ist, Schuld ist nicht der Zucker. Der ist trotzdem nicht gesund, vor allen Dingen nicht der einfache Zucker. Aber Schuld daran, dass Glucose nicht mehr zusammen mit dem Insulin in die Zelle transportiert wird, ist die Tatsache, dass der Insulinrezeptor verstopft ist mit Fett. Das bedeutet, das Essen von tierischen Lebensmitteln, Fleisch, Fisch, die Eier, aber auch isolierte pflanzliche Öle, das sind eigentlich alle Öle, das ist also Kokosöl, das ist Olivenöl, das ist Leinöl, das ist Kürbiskernöl und sonst was Öl. Diese sorgen dafür, dass die Zellen benetzt werden mit so einem leichten Ölfilm und quasi der Insulinrezeptor verstopft mit dem Öl. Das ist dann so, als wenn ihr ein Schloss habt an einer Tür, das verstopft ist mit einem Kaugummi. Und jetzt wollt ihr mit dem Schlüssel da rein und es passt einfach nicht rein. Und das ist der Hauptgrund, warum Insulin nicht in die Zelle kommt. Es sind nicht die beleidigten Rezeptoren. Es stimmt, dass weniger Rezeptoren zur Verfügung stehen, aber nicht, weil die beleidigt sind, sondern weil die verstopft sind. Das bedeutet, die Rettung für alle, die Diabetes haben, ist der Versuch, komplett zu verzichten auf tierische Lebensmittel und pflanzliche Fette und Öle. Ihr braucht natürlich Fette, aber nehmt sie bitte original über die Pflanzen auf. Das heißt über Oliven, über Avocado, über Leinsamen, die ihr schrotet, über Chiasamen. Da sind alle Nährstoffe auch dabei, die Phytonährstoffe, dass diese Öle gut absorbiert werden, aber nicht als isoliertes Öl. Das ist für den Leber und aber auch für das ganze Biosystem eben genau das Problem. Und wenn man die Fette weglässt, gibt es diese erstaunliche Wirkung, dass der Blutzucker sinkt und sinkt und sinkt. Und der Langzeitblutzucker sinkt, ja, Langzeitblutzucker, HbA1c, sinkt, und aber auch der direkte Blutzucker sinkt. Und ihr habt dann auf einmal keine Definition mehr für Diabetes. Ihr seid dann aus dieser Diabetes raus. Die Symptome verschwinden und alles ist gut. Das bedeutet, wenn ihr in der Situation seid, auf jeden Fall mal umsteigen auf eine pflanzliche Ernährung und dann aber natürlich darauf achten, dass ihr jetzt nicht diese schnell verbrennenden Kohlenhydrate in Massen isst. Also nicht Weißmehl, Toastbrot, nicht Nudeln, die sind unglaublich schlimm für den Insulinhaushalt. Nicht Süßigkeiten, nicht Schokolade mit Zucker und all diese ganzen Dinge, Obst. Also alles das, wo auch normalerweise vorgewarnt wird, ist immer noch Wahrheit, solange die Insulinresistenz besteht. Sobald die Insulinrezeptoren frei sind, ist es möglich, dass ihr auch wieder so diese etwas höher glykämischen Lebensmittel essen könnt und sie auch vertragen könnt. Das geht. Grundsätzlich gilt für jeden Menschen auf dieser Welt, kein Zucker am besten, ganz rausschmeißen aus der Ernährung und möglichst nur natürliche Zuckerformen nehmen, ja, wie Dattelzucker oder auch Xylit ist in Ordnung oder durchaus Honig ist in Ordnung. Diese ganzen Dinge wie Agavensirup und Ahornsirup, Vorsicht damit, weil das ist eine Fructosebombe. Es kann sein, dass da so Fructoseunverträglichkeiten entstehen können, wenn ihr das in zu viel in großen Massen isst, aber so ein bisschen ist auch nicht verkehrt. Ja, das bedeutet, Diabetes ist durchaus eine Sache, die man in den Griff kriegen kann. Das dazu natürlich später noch gehört, eventuell gute Bewegung, ein bisschen Sport machen, all diese ganzen Dinge, das versteht sich von selbst. Denn wenn wir Sport machen oder uns bewegen, dann ist es so, dass die Verbrennung in den Zellen erhöht wird und dadurch wird mehr Zucker verbrannt. Das nutzt aber nichts, wenn ihr immer noch Fett und Tier und Fleisch und alles esst. Weil dann ist es so, dass ihr mehr Energie braucht in der Zelle, die Zelle noch mehr verhungert durch den Sport, aber das Insulin kommt einfach nicht rein. Und aus dem Grunde, traut euch das, wenn ihr Lust habt, holt euch das Buch von dem Dr. Barnards. Ich verlinke es mal hier unten in der Beschreibung. Wirklich ein klasse Werk, da könnt ihr weiterlesen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg dabei, Diabetes entweder loszuwerden oder gar nicht erst zu bekommen.
Okay, in dem Sinne, einen schönen Tag noch und abonniert unseren Kanal, wenn ihr wollt. Drückt auch die Glocke, dann kriegt ihr Benachrichtigungen. Und sorgt bitte dafür, dass ihr unseren Health Newsletter kriegt über unsere Homepage, weil da haben wir immer tolle Informationen für euch drin. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Instagram, Facebook und in dem Sinne von mir und von der ganzen Praxis-Family alles Gute. Ciao.